Ja, da sind wir noch mal. Wir melden uns jetzt mit dem Spätkanal aus unserem Hotel in Brandenburg und zwar nordöstlich von Berlin. Und ich möchte mich entschuldigen, schon wieder ein technischer Schaden. Ich habe leider zu leise gesprochen im ICE. Das war die reinste Flüsterei und das kann man natürlich gar nicht richtig verstehen, was ich da erzählte. Ich habe eben Rücksicht nehmen wollen auf die anderen Leute, die dort mitfahren. Und deswegen ist das daneben gegangen. Normalerweise bin ich bekannt für eine laute Stimme, dass ich eher von Leuten hier und da im Kaffeehaus oder wo auch immer darauf aufmerksam gemacht werde, dass ich nicht so laut reden soll. Wobei die anderen auch nicht gerade sehr leise sind, das muss ich schon mal sagen. Also ausgerechnet mich versucht man dann da zur Raison zu bringen. Und bei der ganzen Lautstärke in unserer Welt, wenn du irgendwo bist, nicht nur auf der Straße, wo du dein eigenes Wort nicht verstehst, bei dem ganzen Verkehr, auch wenn du in Restaurants bist, Cafés bist, überall wird laut geredet. Aber ausgerechnet, wenn ich mal meinen Mund aufmache, dann ist es nicht gut. Das erlebe ich immer wieder. Und nun hat das schon so viel Schule bei mir gemacht, dass ich also jetzt schon so rede, dass man mich gar nicht mehr versteht. Ne? Das ist jetzt ein Witz. Ne? Also so kann man von dieser Umwelt wirklich schlechte Impulse bekommen. In dem Falle auf jeden Fall. Ne? Also falsche Rücksichtnahme. Nicht? Ein bisschen lauter hätte ich schon reden können, aber es war so eine Automatik gewesen, dass ich mich nicht getraut habe. Es war auch noch nicht mal der Grund, dass ich womöglich so kaputt gewesen wäre. Ich war kaputt, weil die ganze Nacht nicht geschlafen, nur meine Sachen eingeräumt. Lenoschka hatte auch sich ein bisschen früher hingelegt, die hat noch ein bisschen Schlaf bekommen. Ich im Grunde gar nicht, vielleicht eine halbe Stunde. Und dann so eine längere Fahrt auch zu machen, das ist schon eine ganz schöne Zumutung. Aber wir haben einen Termin am morgigen 19., nee, pardon, 20., heute haben wir den 19. Am morgigen 20. haben wir einen Termin und da müssen wir hin und es ging nicht anders. Wir müssen, weil die Strecke doch relativ lang ist, erstmal die ganze Tour herfahren und dann müssen wir wieder umständlich mit Autobus, Taxi oder und dann mit Regionalbahn dann weiterfahren in Brandenburg. Ne? So läuft das hier. Ne? Ja, ich zeige euch jetzt gleich mal ein bisschen das Zimmer, wo wir sind. Ist eigentlich ein ganz schönes Zimmer. Ich bin hier schon seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren bin ich hier im Hotel. Und ich habe mich schon sehr dran gewöhnt. Ja, habe mich schon sehr dran gewöhnt. Und zeige euch nochmal das hier. Das ist in allen Zimmern dieses Bild. Das ist der Wald, der hier ringsherum ist. Ist doch ganz schön, ne? Und hier unten steht schon wieder mein Kaffee, der Cappuccino. Den habe ich mir gerade unten von der lieben Petra machen lassen, die ich auch schon in einige Jahre kenne hier. Ja, so, dann wünsche ich eine gute Nacht. Schlaft alle schön, Dobe Noci und Krasivir Son, schöne Träume. Und wir sehen uns dann und hören uns dann morgen und wieder mit ein bisschen besserer Stimme von mir, so wie jetzt gerade. Ja, jetzt kann man mich ja wohl wirklich verstehen. Ne? Ja, schön. Also bis morgen. Baka baka. Tschüss.